Wieder grüßt der Teilenfahrer und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Puffer-Video, sage ich einfach mal. Wie ihr seht, ich bin gerade in Minecraft. Multiplayer-Server mineplex.eu. Und ich habe hier gerade diesen Lava-Jump'n'Run-Parcours gesehen. Und der ist echt hammerhart. Denn hier muss man die ganze Zeit durchsprinten. Wenn man stehen bleibt, dann hat man verloren. Wenn man in die Lava fällt, hat man auch verloren. Also das ist extrem schwer. Extremst. Und ich habe schon ein bisschen angefangen, den Parcours zu springen. Ich bin ungefähr bis da gekommen. Also da ist noch einiges an Weg. Und ich habe in letzter Zeit nicht so viele Videos rausgebracht. Dafür entschuldige ich mich. Tut mir wirklich sehr sorry. Aber ich habe zurzeit nicht so sehr viel Zeit, um irgendwas aufzunehmen. Und ja, deswegen nehme ich das jetzt hier mal als kleines Video für zwischendurch, dass da auch mal wieder was auf meinem Kanal kommt. Oh meine Fresse! Ihr merkt schon, das ist nicht ganz so leicht. Ihr könnt es ja dann auch mal ausprobieren und mir in die Kommentare schreiben, wie es dann bei euch aussieht. Ob ihr es geschafft habt, ob ihr es nicht geschafft habt. Ich werde den Parcours höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Ich werde wahrscheinlich irgendwann dann einfach so stark rumragen, dass ich einfach hier dann die Aufnahme beende. Und einfach ragequitte vom Server. Aber der Tag ist noch jung. Aber zu lange sollte das Video auch nicht werden. Ai, ai, ai. So, komm schon. Nein! Warum springt er so kurz? So, ich finde jetzt... Alter. Framelags. Ich finde bis zu dem langen Sprung hier, bis zu dem da, das sind vier Blöcke Sprung, geht es eigentlich relativ einfach. Der Sprung danach, also die zwei Sprünge danach bis zu der komischen Treppe, sind auch recht easy. Nur dann von der Treppe aus weiter. Das finde ich ein bisschen komisch. Das liegt aber hier an meinem Kopf. Denn ich wundere mich, dass ich überhaupt so weit komme. Und dann reagiere ich über, sag ich jetzt mal. Bin ich zu hektisch dann? Auf jeden Fall, ja, hier die ersten Sprünge, die sind relativ easy. So, das hier. Ah! Kaum sage ich es, komme ich nicht mehr hin. Ja, ich mag das, wenn die Leute in mir drin stehen. Ach, komm schon. So, ganz easy. Ganz ruhig und locker. Nein! Knapp daneben ist auch vorbei. Kann man den eigentlich schlagen? Der hat genau den gleichen Skin wie ich. Oder zumindest fast. Ey. Ach, Macher. Finde ich nicht schön. Nehmen wir gefälligst einen anderen Skin. Nein! Ach, komm schon. Lol, warum werde ich nicht zum Anfang geportet? Ich kann jetzt auch dieses Video so ein bisschen nehmen, um ein bisschen über die Zukunft meines Kanals zu reden. Da kam ja auch erst letztens, ich mag es, wenn Leute in mir drin rennen, ein neues Videoformat. Und zwar Let's Create a Character. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Ging um War of the Vikings. Und ja, in diesem Videoformat stelle ich euch die Charaktererstellung von einigen Spielen vor, von einigen unterschiedlichen Spielen. Und zeige euch dann eben auch auf, wie diese Charakter... Erstellung so unterschiedlich in sehr vielen Spielen ist, was man denn da so alles machen kann. In der Charaktererstellung, das ist, denke ich mal, so das Herzstück eines jeden Spiels, denn mit dem Charakter, mit dem eigenen, wie heißt das Wort? lol. Mit dem Charakter, ja, ich bin stehen geblieben, ich weiß. Alter, ich habe jetzt gerade eine Denkblockade.
Also mit dem Charakter, das zeigt halt eben von ist bei jedem Spieler individuell und zeigt seine eigenen, seine die Vorlieben von dem Spieler und so weiter und so fort. Ich komme einfach nicht auf das Wort. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas redet und dann ein Wort sucht und ihr es aber nicht findet und dann später. Na, komm schon! Wenn das Gespräch schon vorbei ist, fällt euch dann das Wort ein. Das ist nicht so sehr schön. Das ist richtig scheiße. Oh, warum leckst du denn gerade PC? Komm schon. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Wie schon gesagt, das hier wird nicht so ein sehr langes Video. Das hier einfach nur so als kleiner Puffer gedacht ist. Ich wollte euch hier jetzt einfach mal den Parcours zeigen. Und auch zeigen, dass ich hier auf Mindplex hin und wieder ein bisschen etwas spiele. In letzter Zeit nicht so oft. Spiele ich generell nicht so oft. In letzter Zeit. Oh, komm schon. Das liegt aber auch daran, dass ich in der Schule gerade ein wenig Stress habe. Nein! Warum hört er dann da auf zu sprinten? Ich laufe da die ganze Zeit gegen die Ecke. Ja, wo war ich? Hammer. Hammer! Ich vergesse einfach mal das, was ich sagen wollte. Ihr merkt schon, ich bin irgendwie zerstreut. Und ja, ich hatte es vom Video, dass das hier so ein kleines Video wird, so als Puffer. Damit ihr auch seht, dass ich noch am Leben bin. Denn die jetzigen Folgen, die in. Na, komm schon! Das war gar nicht mal so schlecht. Die in letzter Zeit rausgekommen sind. Die sind nicht so sehr aktuell. Die habe ich schon vor ein paar Wochen oder sogar schon vor Monaten aufgenommen. Tut mir sehr leid. Außer eben das Let's Create a Character von War of the Vikings. Das ist neu. Das habe ich letzte Woche oder diese Woche so. Ne, letzte Woche aufgenommen. Wir haben heute Dienstag. Also letzte Woche aufgenommen. Ansonsten habe ich jetzt gerade fast keine Videos mehr für euch. Deswegen sollte jetzt dann auch mal wieder was kommen. Es wird dann auch wieder was kommen, wenn die stressige Zeit so ein bisschen vorüber ist. Obwohl, die kommt ja erst noch. Verdammte Scheiße. Auf jeden Fall, ich werde mich zusammenreißen und dann regelmäßiger Videos bringen, denn es ist auch nicht schön, wenn man einen Kanal abonniert hat und der wirklich nur, keine Ahnung, einmal in der Woche oder so ein Video bringt. Das finde ich auch scheiße und das verstehe ich, dass man deswegen auch deabonniert. Ja, kann ich verstehen. Ich habe halt gerade nicht so sehr viel Zeit. Warum komme ich da nicht weiter? Sehr viel Zeit, deswegen entschuldigt dies bitte. Aber ich werde mich in nächster Zeit zusammenraffen und mehr Videos aufnehmen. Dann vielleicht auch wieder mal Back to the Roots, also Mountain Blade Warband wieder. Da habe ich irgendwie wieder richtig Bock drauf. Oder War of the Vikings, so Together Let's Play. Habe ich jetzt auch schon sozusagen geplant. Ach komm schon. Also da könnt ihr euch noch auf ein bisschen was freuen. Risen 2 wird natürlich weitergehen. Obwohl es eigentlich nicht so sehr viele Leute von euch gibt, die das verfolgen. Aber ich denke mal, ihr seid da. Die, wo die Risen-Videos verfolgen, die sind da sehr treu und gucken auch wirklich jede Folge. Auf jeden Fall, ich werde Risen 2 zu Ende spielen. Also habe ich jetzt mal so vorgenommen. Außer, ja, das dauert dann viel zu lang. Risen 3 wurde sogar letztens angekündigt, sogar mit Trailer und so weiter. In Köln war es dann auch auf der Roleplay Con, glaube ich, heißt das Treffen. Roleplay Con. Bin mir gerade nicht sicher. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Da wurde Risen 3 dann auch vorgestellt. Da waren Piranha Bytes und Bethesda waren da und haben dann eben Risen 3 vorgestellt. Das heißt, Risen 3 wird dann auch in der nächsten Zeit irgendwann rauskommen. Bin da drauf sehr gespannt. Ich bin ja hier so ein Verfolger von und so ein Fan von
Piranha Bytes von Risen, von der Risen-Reihe, von der Gothic-Reihe habe ich gespielt. Habe ich gespielt, habe ich gesuchtet. Und ja, das ist genau mein Genre. Gothic, Risen. Ah, komm schon. Und ja, da hoffe ich dann drauf, dass ich, da werde ich dann auch Let's Play dazu machen. Wahrscheinlich dann aber früher wie Risen 2, weil Risen 2 habe ich ja jetzt angefangen zu Let's Playen, als die meisten Let's Player ja schon fertig waren damit. Aber es lag auch daran, dass ich das Spiel nicht so früh hatte. Ich habe irgendwie mich so ein bisschen geniert, Risen 2 zu kaufen. Da es sich schon sehr unterschieden hat zum ersten Risen-Teil. Und da war ich ein bisschen skeptisch. Müsst ihr auch verstehen. Ich habe den ersten Risen-Teil echt gefeiert. Das war echt grandios. Das hat mich so wirklich an die alten Gothic-Teile erinnert. Und Risen 2 habe ich so gehört. Piraten? Na. Mag ich nicht so besonders. Schaue ich mir mal so an. Ich habe dann auch wirklich nix davon angeguckt von Risen 2, bis ich mir dann mal gedacht habe, so, du könntest ja mal reingucken. Da habe ich mir da so ein bisschen ein paar Let's Play-Videos angeguckt. Hey, steh nicht in mir drin. Ein paar Let's Play-Videos angeguckt. Und habe ich gesehen, dass das richtig geil ist, das Spiel. Dann habe ich mir das Spiel geholt, das Goldpack. Und ja, seitdem Let's Play ist dann auch. Und ich finde es wirklich gut. Ich hätte es mir schon viel früher holen sollen. Aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. Komm schon, komm schon. Ja, und ich werde vielleicht dann auch in nächster Zeit noch irgendwas anderes planen. Je nachdem, was für Spiele denn da rauskommen. Also könnt ihr euch da auf etwas gefasst machen. Es wird, glaube ich, auch noch dieses Jahr das Spiel Alien Isolation rauskommen. Und ich finde, das hört sich richtig gut an. Also vom das, was ich bisher gelesen und gehört habe, soll das richtig hammergeil sein. Habe auch schon ein bisschen was dazu gesehen. Auf jeden Fall, ich finde es nice. Ist halt so Horror, wie man halt eben die ganzen anderen Alien-Filme oder Alien-Spiele kennt. Da war ja in letzter Zeit, ist da ja auch Alien Colonial Marines rausgekommen, was ich jetzt persönlich nicht gespielt habe, aber ein paar Freunde haben es gespielt und die waren enttäuscht davon. Muss ich ganz ehrlich sagen, die waren enttäuscht davon. Da haben sie wirklich einen Griff ins Klo gemacht. Aber mit Alien Isolation haben sie sich einen neuen Produzenten hergeholt. Und zwar Creative Assembly, die vor allem mit der Spieleserie Total War bekannt sind. Also so Strategie. Megalex. Also Strategie mehr. Und ich finde, das hört sich wie eine super gute Kombination an. Horror und Strategie. Also das wird auf jeden Fall nice. Da freue ich mich auch schon drauf. Da werde ich dann auch Videos dazu machen. Da bin ich schon in Vorfreude. Da schwelge ich schon in Vorfreude. Und ja, also ihr könnt euch auf was gefasst machen in nächster Zeit auf meinem Kanal. Obwohl Alien Isolation wird in nächster Zeit, also wird noch ein bisschen länger brauchen zum Rauskommen. Ich glaube im dritten Quartal oder so ist es angekündigt von 2014. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ich ja auch nachher nochmal nachgucken. Und ja. Was auch ein bisschen so in meiner Aufnahmeflaute war, sage ich jetzt mal, das Jubiläum des Kanals. Ja, ich bin jetzt schon seit 2 Jahren auf YouTube aktiv. Aktiv mit Videos und so weiter. Nicht nur, also Videos gucken waren schon davor. Aber diesen Kanal besitze ich schon seit mehr als 2 Jahren. Und mein erstes Video kam vor 10 Tagen, genau vor 2 Jahren raus. Es war Let's Play Minecraft. Ich habe leider versäumt, ein Jubiläumsvideo dazu zu machen.
Und als es mir dann aufgefallen ist, war es dann schon zu spät. War das Jubiläum schon vorbei. Also ich weiß auch nicht so meine Daten im Kopf. Ich glaube, 24. April bin ich mit dem Kanal auf YouTube eingetreten. Und das erste Video, glaube ich, kam am 3. Mai. Das war ja Let's Play Minecraft. Was ich ja auch dann eingestellt habe. Letztes Jahr war es, glaube ich, sogar noch, wo ich es eingestellt habe. Alter, wie die Zeit vergeht. Jeden Fall. Ja, mit Minecraft hatte ich sehr viel Spaß. Aber irgendwie zum Schluss hin ist dann die Luft rausgegangen. Hatte ich dann auch wirklich überhaupt gar keine Lust, überhaupt irgendwie Minecraft zu spielen. Da habe ich wirklich gar nicht mehr Minecraft gespielt. Hatte ich gar keine Motivation dazu. Damals, als ich mit den Minecraft-Let's Plays angefangen habe, ey, lol, ich bin noch gerannt. Als ich mit den Minecraft-Let's Plays angefangen habe, da hatte auch noch ein Freund und Klassenkamerad von mir einen Server. Da haben wir auch regelmäßig drauf gespielt. Der Server ist auch schon seit sehr langer Zeit down. Und da haben wir uns auch schon überlegt gehabt, Videos zu dem Server zu machen, dass wir da den Server so aufbereiten, so schön zusammenbauen und den dann auch public machen werden. Mit diesem Freund habe ich dann auch, und noch einem weiteren Freund habe ich dann einen unbekannteren Kanal aufgemacht. Das war damals The Miners, glaube ich. Also ganz früher. Dann ist aus dem Kanal nichts geworden, den haben wir dann geschlossen. Und dann hatten wir eigentlich eine neue Idee für einen Kanal. MeinTube LP, der ist immer noch auf YouTube, aber ja, da kam ein einziges Video und das war das Intro. Da hatten wir eigentlich geplant, Videos zu machen vom Server und dann den auch als Public Server zu machen, damit ihr dann auch alle draufkommen könnt. Aber ja, ist da nichts draus geworden, da auch der eine Betreiber des Kanals, also Freund von mir, dann ins Ausland gegangen ist, um dort sein Abitur zu machen, sein englisches Abitur. Der ist jetzt immer noch da unten, also in Südafrika kann ich sagen, ist er. Ich habe auch schon gerade nicht mehr so sehr lange etwas von ihm gehört. Sollte ich ihn mal wieder anschreiben? Werde ich dann auf jeden Fall mal machen. Ich finde jetzt, das Video ist schon ein bisschen länger, als ich es eigentlich geplant hatte. Aber ist doch auch mal schön hier, seit so einer langen... Hey, ja, komm schon! Ich bin noch gerannt. Seit so einer längeren Zeit eben keine Aufnahme gehabt zu haben. Und jetzt dann wieder hier so aufzunehmen, da hat man schon ein bisschen was, wo man drüber reden kann, da das Let's Play mir auch so ein bisschen gefehlt hat. Da ich das so ein bisschen als, wie soll ich sagen, als Austausch mit euch, ernst jetzt, dass ich das so als Austausch mit euch Zuschauern empfunden habe. Und bei Let's Plays kann man irgendwie auch sich so die Seele aus dem Leib reden, sprichwörtlich. Oh komm schon, leck doch nicht PC. Sich so eben die Seele aus dem Leib reden und die ganzen Sorgen vergessen und sich eben ablenken. Was durch das normale Spielen zwar auch funktioniert, aber nicht so wirklich wie durchs Let's Play. Und ja. So. Ich entschuldige mich nochmal tiefstens dafür, dass ich eben da so eine Aufnahmedepression hatte, sage ich jetzt mal. Aber jetzt werden in nächster Zeit dann wieder neue Videos kommen, neue Aufnahmen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt und ist dann auch nicht passiert. Aber ich nehme es mir jetzt mal vor, dann auch am Wochenende dann mehr zu machen. Es gibt auch einfach zur Zeit irgendwie so Tage, wo ich einfach gar keine Lust habe, irgendwas zu machen. Da bin ich dann einfach den ganzen Tag faul im Bett und mach wirklich gar nichts. Bin dann am Handy und schreib irgendeine Scheiße mit irgendwelchen Scheißleuten. Ich glaube, jeder kennt so eine Tage, wo man einfach dann faul im Bett rumliegt und keinen Bock hat, was zu machen. Boah. Eigentlich war ja meine Hauptidee, den Parcours zu zeigen.
Aber ja, jetzt ist es so ein bisschen zu einer Sprechstunde geworden, sage ich jetzt mal. Ich bin bis dahin gekommen. Alter Schwede, der Parcours ist so mega lang. Wie schon gesagt, ich werde den Parcours nicht schaffen. Alter. Vor allem nicht mit dem Framerate, den mein PC gerade hat. Mein PC, wie schon öfters gesagt, ist nicht mehr der jüngste. Deswegen laufen auch die meisten Spiele nicht gerade ruckelfrei. Vor allem dann, ja gut, die Spiele laufen normalerweise ruckelfrei, nur eben nicht in der Aufnahme. Da wird es dann immer ein bisschen kritisch. Ach komm schon, es wird dann auch wieder Zeit, sich einen neuen PC zu holen. Mein PC ist schon über 3 Jahre alt. Also schon älter als mein YouTube-Kanal. Und ja. Es wird auf jeden Wie oft ist das jetzt schon passiert? Ich glaube schon das vierte oder fünfte Mal. Dann laufen die Leute wieder in mir drin. Das hasse ich doch. Hört auf, das zu machen, sonst kriege ich hier die Kratzer. Alter. Da reagiere ich wieder über an der komischen Stufe. Stufe. Ah, komm. Oh, ich war sogar drauf. Miau, miau. Miau. Und schon wieder. Willst du mich eigentlich verarschen? Was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe in der nächsten Zeit für den Kanal, dass ich jetzt mal probiere, an die 100 Abos ranzukommen. Hoffe ich doch mal, dass es in der nächsten Zeit gelingen wird. Aber es kann nur mit euch gelingen. Einfach nur, indem ihr den Kanal positiv bewertet, dann sehe ich, was ihr mögt, was nicht. Dann es eben auch euren Freunden zeigt und so weiter und so fort, den Kanal teilt, dass wir dann in der nächsten Zeit so an die 100 Abonnenten rankommen, an die 100 Zuschauer, an die 100 treuen Zuschauer, wäre es natürlich am besten. Dann wird dann auch ein Special dazu kommen zu 100 Abonnenten. Da habe ich schon seit sehr langer Zeit was geplant gehabt. Also da habe ich schon viel zu weit in die Zukunft geplant. Ja, ich hoffe doch mal, dass das in nächster Zeit. Ich stand da oben und dann sagst du mir, ich bin nicht gesprintet. Verdammte Scheiße, ich bin auch gesprintet. Ich schlag dich tot. Mann, ey, kotzt mich an. So habe ich ein bisschen zu sehr weit in die Zukunft geplant. Und ich hoffe doch mal, dass es in nächster Zeit so kommen wird. So, das ist in nächster Zeit meine Zielsetzung, an die 100 Abos ranzukommen. Und ja, es kann nur durch euch gelingen. Und durch mich natürlich, wenn ich dann auch mal wieder interessantere Videos mache, als wie hier so ein Puffer-Video, wo ich einfach nur rumrage und irgendwelche random Villager schlagen möchte, die man nicht schlagen kann. Und hier einfach nur so einen scheiß doofen Lava-Kavuach-Parcours durchspringen möchte, der für mich eigentlich unschaffbar ist. Obwohl es auch ein bisschen Training für Adventure Maps oder so. Adventure Maps, Minecraft Adventure Maps, gutes Thema. Da habe ich auch schon seit Ewigkeiten nichts mehr gemacht. Da habe ich ja immer noch die eine Adventure Map, Dr. Kaelords Glass Jump Map. Die habe ich auch immer noch auf dem PC drauf. Wo ich kurz vorm Ende der Adventure Map meine letzte Aufnahme hatte und seitdem nicht mehr dazu gekommen bin, aufzunehmen, weil ich eben auch keine Motivation hatte. Bla bla bla, habe ich vorhin erzählt. Und das war damals noch mit dem anderen Skin. Also nicht mit dem hier. Also das ist schon Ewigkeiten her. Damals auch noch vor dem Hexland-Projekt. Hexland, auch ein gutes Thema, um drauf einzugehen. Wer nicht weiß, was Hexland ist so, sage ich jetzt mal, kleiner Bruder von Minecraft Hex Hero. Also ist Minecraft mit dem Modpack Hexit. Und eben 4 Städte mit jeweils 5 YouTubern, die dann aufnehmen und so
Rollen einnehmen, sozusagen wie ein Rollenspiel, was man eben auch aus Minecraft Hero kennt. Ja, nach einer Zeit ist dann der Server-Host irgendwie aus dem Projekt ausgetreten. Da gab es sowieso so viele Quits, weil sie irgendwie nicht mit den Regeln einverstanden waren und blibla blub und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie das alles funktioniert. Es sind dann auch hier so manchmal so kleine Kinder, die immer ihren Kopf durchsetzen wollen. Auf jeden Fall ist dann irgendwann aus dem Projekt auch der Server-Host rausgequittet. Das heißt, also der Server war dann weg und mit der gesamten Map und so weiter und so fort. Der Veranstalter des Projekts hat dann aber gesagt, es wird dann in nächster Zeit ein Server kommen, er wird einen bekommen. Auch mit der Map, die hat er dann vom alten Server-Host bekommen und wollte die dann auch da drauf laden. Nur ist es irgendwie alles im Sand verlaufen. Das heißt, wir haben nie was von einem weiteren Server gehört. Geschweige denn von irgendwas anderem. Das heißt, das ist so ein totes Projekt. Da kann man auch nicht erwarten, dass da irgendwas Neues kommt. Und auf jeden Fall war das jetzt dann hier so ein kleineres Video. Ein kleineres, längeres Video, wo ich ein bisschen über meinen Kanal und so weiter geredet habe. Wenn ihr solche Videos mögt, dann gebt doch einfach eine positive Bewertung, damit ich sehe, dass ich sowas auch dann öfter machen kann. Wenn ich dann wieder regelmäßig Videos mache. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei einem weiteren Video. Wenn es wieder heißt Let's Play mit mir, dem Tyrannophoron. Und nicht vergessen, liked, kommentiert, abonniert und wir sehen uns.